A2.2. Berechnen Sie das Maß des Winkels LBK. Dieser Winkel ist jetzt recht schwer anzuzeigen, weil hier schon so viele Strecken eingezeichnet sind, dass es nicht wirklich ersichtlich ist, wo liegt eigentlich dieser Winkel. Deswegen versuchen wir jetzt mal trotzdem noch mit Rot hinzuzufügen. Also hier haben wir die Strecke LB und hier die Strecke KB. Und jetzt soll dieser Winkel hier berechnet werden. So, als erstes vielleicht erstmal die Überlegung. Dieser Winkel liegt ja in dem Dreieck KBL. Reicht uns das schon aus, um dieses Winkelmaß hier zu berechnen? Wir kennen zwar KL, aber wissen nichts über KB und wissen auch nichts über LB. Das heißt, wir müssen irgendwie anders auf den Winkel kommen. Dazu bietet sich folgende Lösung an. Wenn ich diesen kleinen Winkel hier nicht ausrechnen kann, dann kann ich es vielleicht als Teilwinkel von diesen beiden Winkeln hier sehen. Einmal der Winkel KBE, das ist der ganz große, und einmal der Winkel LBE. Und dann könnte ich ausrechnen, der Winkel KBE minus den Winkel LBE, also dieser große minus dieser kleine, dann bleibt genau der rote, der KBL übrig. So, dann schaue ich mal nach, wo liegt KBE drin? Ja, in dem Dreieck KBE natürlich. Ich kenne die Strecke KE. Die habe ich vorhin ausgerechnet mit 5,2 cm. Ich weiß, hier liegt ein rechter Winkel drin, weil es ist ein gerades Prisma. Und die Strecke BE ist 6 cm. Wenn hier mein Winkel liegt, und es ein rechtwinkliges Dreieck ist, dann funktioniert auf jeden Fall Sinus, Cosinus oder Tangens. Hier muss ich nur noch gucken, was ist gegeben, beziehungsweise was ist gesucht. Gesucht ist der Winkel, der da, der blaue. Und wenn das der Winkel ist, dann ist die Seite dazu die Gegenkathete und die Seite die Ankathete. Und mit Gegenkathete und Ankathete arbeitet der Tangens, den wir in der Formelsammlung auf Seite 39 finden, wo es erstmal allgemein heißt, Tangens von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Also können wir damit den Winkel schon dementsprechend aufstellen. Also, als erstes der Winkel KBE. Oder EBK müsste eigentlich genau heißen. Also, Tangens des Winkels EBK ist gleich so die Gegenkathete, also KE. Und oben habe ich, glaube ich, EK genannt. Geteilt durch BE. So, setzen wir ein. Dann folgt Tangens des Winkels EBK ist gleich 5,2 cm geteilt durch 6 cm. So, das kann jetzt zum Beispiel mit Hilfe des Taschenrechners und damit dem Solver lösen lassen. Oder ich gehe über die Umformung. Wenn ich den Winkel haben will, muss ich also die Umkehrfunktion benutzen. Dann erhalte ich für Winkel EBK Tangens hoch minus 1 von 5,2 cm geteilt durch 6 cm. Das kann ich ganz normal in Taschenrechner eingeben und erhalte dann einen Winkel von ca. 40,9 Grad. So, jetzt das gleiche Spiel nochmal mit dem Winkel EBL, also mit diesem blauen Winkel hier. Ich kenne wieder die Strecke EL, ich kenne die Strecke BE. Wenn das der Winkel ist, ist das meine Gegenkathete, das ist die Ankathete, also genau gleich wie gerade eben. Also Winkel EBL und dann folgt Tangens des Winkels EBL ist gleich, mir ist hier die Strecke EL, geteilt durch BE. So, setzen wir ein.
ist also gleich EL, das waren die 3,2 cm, geteilt durch 6 cm. Das wäre jetzt wieder mit dem Solver lösbar. Oder über die Umkehrfunktion, dann erhalten wir für den Winkel EBL gleich Tangens hoch minus 1 von 3,2 cm durch 6 cm und damit für EBL ein Winkelmaß von ca. 28,1 Grad. So, und wenn ich jetzt den Winkel LBK haben will, dann muss ich nur die Beine voneinander abziehen. Also Winkel LBK ist gleich, und jetzt der große Winkel, der hieß EBK und minus des Winkels EBL, also 40,9 minus 28,1. Und dann bleibt ein Winkelmaß von 12,8 Grad übrig.